Am 20. Oktober war an der Euroakademie in Pößneck nicht an Unterricht zu denken, denn hier war jetzt schon Halloween. Die Erzieherklasse im dritten Jahr, die EZ14, hatte in einem Projekt die ganze Schule in ein Halloween-Haus verwandelt. Dazu mussten die anderen Klassen 5 Stationen ablaufen und mit Spielen bewältigen. Wie Spinnenwettlauf, Luftballonswettplatzen, Marshmallow-Wettessen, Gruselraum und Halloween-Pong. Nach jeder geschafften Station gab es einen Stempel, um dann den Zugang zum Buffet zu erlangen. Wir, die Schüler von der Euroakademie in Pößneck, die EZ14, haben im Laufe der letzten Wochen ein Halloween-Fest geplant. Sinn der Sache war, dass wir in unserer Ausbildung Projekte planen müssen. Und da hat sich sehr angeboten, zu dem Thema Halloween was in der Schule zu gestalten. Nach Absprache mit der Schulleitung haben wir uns dazu entschieden, das Ganze am 20. Oktober 2023 zum Tag der offenen Tür hier in der Schule zu veranstalten. Hier haben wir die Klassen, die bei uns gerade im Haus sind, eingeladen mitzumachen, kostümiert zu kommen und an unseren Angeboten teilzunehmen, aber auch Schüler die oder zukünftige Schüler, die versuchen, bei uns an die Schule zu kommen, mit einzubinden. Ja, und ich bin die zuständige Lehrkraft, die Klasse unterstützt hat bei der Projektplanung der Halloween-Veranstaltung. Also ich habe die Klasse begleitet bei der Planung und Durchführung der Veranstaltung. Und die Klasse hat das sehr, sehr gut gemacht und hat auch relativ selbstständig das Ganze über die Bühne gebracht. Ja, ich möchte nochmal meinen herzlichen Dank an die Klasse aussprechen. Das hat sie wirklich super gemacht. Sie haben sich alle super beteiligt an dem Projekt und es ist sehr gut geworden. Auch die Lehrer zeigten ihr Können beim Luftballon-Wettplatzen. Zum Schluss der Veranstaltung wurde das gruseligste und das aufwendigste Kostüm mit einem Preis gekrönt. Hier in der Euroakademie zeigt sich, dass ein gutes Miteinander auch zu einem guten Lernklima in der Schule beiträgt. Auch von mir ein herzliches Dankeschön an die Schülerinnen und an die Schüler der EZ14, die zu unserem Tag der offenen Tür hier ein mega geiles, hoch darf ich das überhaupt so sagen, Projekt initiiert haben, alle Klassen mit eingebunden haben und vor allen Dingen auch ein herzliches Dankeschön an unsere anderen Auszubildenden, die den Wunsch der EZ14 nachgekommen sind und alle kostümiert heute hier erschienen sind. Auch konnten wir Besucherinnen und Besucher zu unserem Tag der offenen Tür begrüßen. Und hiermit lade ich Sie recht herzlich ein zu unserem zweiten Tag der offenen Tür am 1. Dezember 2023 von 9 bis 15 Uhr uns bei uns hier in Pößneck an der Euroakademie Pößneck zu begrüßen.